So, ich hätte es zwar nicht für möglich gehalten, aber der Joppes hier hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, was ich tatsächlich im Türen-Tutorial vergessen habe. Und zwar fragt der Joppes hier: Türen, wie geht es, dass man Türen kaputt schießen kann? Er schreibt hier: Mit dem Health klappt das irgendwie nicht oder ich mach's verkehrt. Und wie macht man das so, dass die Tür nach und nach zerfällt? Siehe der Nuke. Ja, dazu habe ich jetzt ein bisschen was vorbereitet. Das schauen wir uns mal an. Ich bin ja nie unvorbereitet, ne? So, jetzt wird es ein bisschen laut. So. Ich glaube, das ist das, was du meinst, lieber Joppes. Die Tür zerfällt nach und nach, und ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen drauf einmesser hier, zack, geht sie ganz kaputt. So, ich hoffe, dass du es meinst, weil dazu habe ich jetzt nämlich ein Tutorial vorbereitet und das zeige ich euch jetzt. So, so sieht der Raum aus im Hammer-Editor. Und hier haben wir unsere Tür. Und zwar gehen wir in der Erstellung der Tür eigentlich genauso vor wie in der Prop Door Rotation Geschichte in meinem Tutorial. Und zwar erstellen wir uns ein Entity, nämlich das Prop Door, da hier Rotating heißt es. Packen das in die Map. Ich lösche mal die. Das ist hier jetzt nur der Rahmen, das ist ein statisches Model. Nicht wundern, hier ist einfach nur so ein bisschen Deko. So, das ist unser Entity. Da machen wir einen Doppelklick drauf, gehen auf World Model Browse und geben ein Door. So, jetzt kriegen wir eine ganze Liste an Geschichten hier. Alles, was so mit Türen in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. Und wenn wir uns mal die Liste hier so ein bisschen durchgucken, finden wir mitunter sowas. Ja, ich mach mal hier den Boden weg, dass man nur das Model sieht. Da sehen wir zum Beispiel diese Tür und dann halt die einzelnen sogenannten Debris, Bruchstückchen. Und das ist das, was wir haben wollen. Das gibt es, glaube ich, auch noch genau hier als Metall-Variante. Das wäre diese Geschichte. Sieht man daran, dass jetzt hier ein Loch drin ist, dann nehmen wir einfach die Entschuldigung, die vollständige Tür. Ich mache das jetzt mal einfach mit der Metalltür. So, worauf wir achten müssen, ist, unter Info muss der Haken bei Physics drinstehen. Diese Info zeigt uns, für welches Entity wir das Model benutzen können. In dem Fall ist es physikalisch. Wenn jetzt hier zum Beispiel, ich suche mal eben ein anderes, eine andere Tür. Na. Genau, wenn wir jetzt sowas haben, ne? Wir haben hier eine Tür. Es ist jetzt kein Haken bei Physics und dafür ein Haken bei Dynamic und Static. Das heißt, dass diese Tür nicht zerstörbar ist, also keine physikalischen Effekte in irgendeiner Art und Weise hat. Das Quatsch. Deswegen suchen wir uns Türen, die den Haken bei Physics drin haben. Hatte ich die jetzt eben? Ich weiß es gar nicht. Nee, das ist die Metalltür. Physics, okay. Sagen, übernehmen. Und sehen, wir haben jetzt unsere Tür in der Map. Jetzt packe ich die hier noch so ein bisschen schick in den Rahmen rein. So. Passt noch nicht mal. Doch, passt doch, siehst du. So, wenn wir jetzt aber unsere Map starten. Ich mache das mal auf die Schnelle. Dann werden wir Folgendes bemerken, nämlich dass jetzt im Moment noch gar nichts passiert, außer irgendwelche doch äußerst merkwürdigen Grafikfehler.
Das liegt daran, dass wir der Tür jetzt noch nicht gesagt haben, dass sie zerstörbar ist. Das machen wir in den Flags von den Einstellungen des Entities. Hier gibt es einen Reiter, der heißt Flags. Und da gibt es einen Punkt, der heißt Start Breakable. Also starte zerbrechlich oder zerstörbar. Sobald wir diesen Haken gesetzt haben und auf Übernehmen geklickt haben, ist diese Tür ab sofort zerstörbar. Das sehen wir jetzt, wenn ich die Map nochmal anschmeiße. So. Schießen wir nochmal drauf. Kaputt. Das ist jetzt ein in der Tat nicht sehr schönes Beispiel gewesen. Es ist halt von Model zu Model unterschiedlich. Ich kann jetzt nochmal durchprobieren. Hier noch eine weitere Tür finden. Die ist nicht physikalisch. Subway. Nee, also für CSGO offenbar nur diese zwei Varianten. Einmal die Holztür und einmal die Metalltür. Jetzt nehme ich aber doch nochmal, um das zu veranschaulichen, die Metalltür. Bitte merken bei Flags den Haken bei Start Breakable. Render das Ganze nochmal. Und wir sehen bei diesem Modell kann man kaputt schießen. Und anschließend, wenn man genug Munition hat, kann man die Tür auch komplett kaputt machen. So, ich hoffe, das Tutorial war hilfreich und ja, wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Nachricht oder noch besser, schreibt es in die Kommentare. Und ja, abonnieren wäre spitze. So, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.